Hallihallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Tja, do you remember? Tja, ich hatte mir dieses Album doppelt bestellt, weil ich hier nicht die DreamWorks Dragons Sammelkarten von Panini reinordnen wollte, sondern die ganzen Tattoos-Geschichten. Ja, mittlerweile gibt es ja ganz viele Tattoos. Es gibt Tattoos von Craze, von Blue Ocean und noch einem dritten Hersteller. Wartet mal, wo hab ich die? Ich hab die irgendwo. Genau, von Draco. Das sind die Tütchen hier. Genau, die gibt es übrigens auch noch mit Magneten, ne? Wer es nicht weiß, aber ich denke mal, die meisten von euch werden das haben. So, okay, das hier war eine ganz alte Serie und das war die zweite Serie. Moment, hier fängt es an, genau. Ja, hier haben wir noch ein paar Karten gefehlt. Mir war das nie wichtig, das Ding hier vollständig zu kriegen. Mir war es nie wichtig, überhaupt die Tattoo-Karten hier zu kriegen. Und ein Kumpel neulich hat es gesehen und meinte, du bist Sammler, du brauchst das Ding hier komplett. Ich sagte, nein, ich brauch's nicht komplett. Er sagte, du brauchst es komplett. Du bist Rupi, Rupi braucht's komplett. Naja, okay, brauche ich's halt. Und er hatte mir Sticker spendiert und hatte ihn in meinen Kühlschrank gestellt. Oh mein Gott. Heute gucke ich meinen Briefkasten. Finde ich das? Ich dachte, wie bitte, was bitte, wo bitte? Umschlag? Ich habe nichts bestellt. Ja, ich mach's auf. Was glaubt ihr, was hier drin ist? Ne? Ich leere es hier einfach mal hin. Ist das alles? Nein, hier noch ein paar. Ach du liebe Zeit, Leute. Die hat er mal also auch noch besorgt. Er hat gesagt, vergiss es, ich habe die Dinger nachgeschmissen bekommen. Okay, wahrscheinlich hat er es irgendwo in einem Online-Auktionshaus für 1 Euro gekriegt. Keine Ahnung. Aber vielen lieben Dank an dich, mein guter Freund mit buschigen Augenbrauen. So sieht's aus. Ja, dann lasst uns mal zählen, wie viel der hier um Himmels Willen nochmal besorgt hat, ne? Also das ist auf jeden Fall ein gewaltiger Stoß. Hey, ist das mehr als so ein Display? Gott, wie viel sind das? Überlegt euch das mal. Das sind mehr als in so ein Display reinpassen. Display sind, wie viel sind da drin? 25, oder? 25 Tütchen pro Box. Also das sind definitiv mehr hier. Moment, wie viel haben wir denn? Lasst uns mal. Ganz kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 Booster. Nochmal voll mit Dragon Sammel Tattoos. Ach du liebe Zeit. Lasst uns mal reinschauen, wie viel mir überhaupt noch fehlen. Ich glaube, so viel waren das gar nicht mehr. Packst du mir hier 50 Dinger rein? Also, Junge, ich habe vorgezogene Weihnachten, ne? Der Hammer. Also, ich krieg's momentan hier von allen Seiten geschenkt. Toll. Danke, Leute. Ihr seid der Hammer. Also, lasst uns mal gucken. Hier oben fehlt eine Karte. Welche fehlt mir hier? Die Nummer 3, okay? Hier geht's weiter. Das habe ich voll. Habe ich auch voll. Auch voll. Hier auch. Nee, halt, stopp. Hier fehlt die Nummer 43. Aha, 2x3. Hier fehlt auch was. Was haben wir hier? Die Nummer 53. Alles Zahlen mit Dreier. Und dann hier ganz zum Schluss. Hier fehlt mir noch Nummer 58. Okay. Also, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, fehlen mir noch 4 Karten. Und ich habe hier 50 Booster. A2 Tattoos drin. Großer Gott. Ja, ich tue das mal hier auf die Seite und er hat mir diese Booster natürlich nicht ganz uneigennützig geschenkt, denn er hat die auch gesammelt, seit er meine gesehen hat. Ihm fehlen auch noch ein paar. Er meinte, nimm die dir fehlt, den Rest gibst du mir, ne? Also, genauso mache ich's. Ja, würde ich sagen, dann packen wir die doch alle aus. 50 Booster. Boah. So, ich habe es mir aufgeschrieben, welche mir noch fehlen. 3, 43, 53 und 58. Ja, bin ich gespannt, ne? Lange Rede, lasst uns ganz schnell hier anfangen. Bin gespannt. So, gleich nochmal alles in Erinnerung rufen. Nummer 19, die Augen, habe ich. Nummer 34, ja, Astrid habe ich natürlich auch. Nächster Booster. Was haben wir hier drin? Nummer 31, das waren die Schafe. Nummer 3. Nummer 3, die fehlt mir. Oh mein Gott, wie Hammer. Der zweite Booster, ich habe hier Nummer 3. Was haben wir hier drauf? Den Wolkenspringer. Jubel, jubel, Freude, Freude. Ja, klasse. Ich hoffe natürlich, dass du den hast oder dass ich ihn hier halt doppelt kriege, ne? Ja, der sitzt jetzt zu Hause, guckt das Video an und fiebert wahrscheinlich mit. Leute, Wolkenspringer, die Nummer 3. Jetzt haben wir noch 3 Tattoos.
Ich finde es ja nur der Hammer. Übrigens, mir werden auch immer wieder Figuren angeboten zum Unboxen, wo die Leute dann wollen, dass ich sie dann wieder zurückschicke. Also schicken es mir, ich soll es auspacken und dann wieder zurückschicken. Das kann ich nicht machen. Das ist mir persönlich viel zu aufwendig und es kommt noch mehr dazu, wie das, was ich eh schon zum Auspacken habe. Und das geht mir dann auch ein bisschen zu sehr aufs Geld mit Porto und so weiter und so fort. Und wenn mir die Figur runterfallen würde, tut es normalerweise nicht. Aber, ne, teuflischen Eichhörnchen kann immer mal passieren, wär's kaputt. Ne? Und wer kommt dann für einen Schaden auf? Also von dem her, also schickt mir bitte keine Figuren, nichts unaufgefordert schicken in der Richtung, sondern fragt mich immer. Wenn mir jemand die Figuren schenken möchte und sich dann dafür ein Unboxing wünscht, kein Problem, mache ich sehr, sehr gerne. Ja, also das wollte ich auch nur an dieser Stelle hier mal kurz erwähnen. Die Nummer 49 habe ich, Nummer 45 habe ich auch. Ich brauche die Nummer 43 von der 40er Reihe. So. Was haben wir hier drin? Wir haben hier die Nummer, ja, wieder eine 3, die Nummer 13, hau drauf, hab ich. 14, Grobian, die zwei Kumpels in einem Booster, cool. So, nächstes Tütchen, was haben wir hier drin? Mir fehlt 43, 53 und 58, 11 hab ich, 4 Astrid hab ich auch. So, dann... Wäre der Hammer, wenn ich die noch rauskriegen würde. Ne? 31 haben wir das nicht schon. Die Schafe, ganz genau. Dann Nummer 38 ohne Zahn. Oh, sehr schön. Das war beim ersten Mal ohne Folie. Habe ich leider wegschmeißen müssen. Das war total kaputt. Also wenn euch die Folie von diesen Tattoos fehlt und ihr das aufbewahren wollt, könnt ihr das wegschmeißen, denn der Druck blättert euch ab. Schade, echt schade. Aber kann ich nichts machen. So, dann hier die Nummer 8. Habe ich auch schon. Hier haben wir nochmal Astrid. Nummer 5. Hicks und ohne Zahn habe ich. So. Die Nummer 43 und 53. 43! Ich glaub's ja gar nicht. Nummer 43. Was haben wir hier? Ohne Zähnchen. Geduckt von vorne. Wow, das ist ja auch ein klasse Motiv. Uhuhuhu. Toll! Ja, der Wahnsinn! Womöglich kriege ich das doch noch komplett. Das ist ja der Hammer. Klasse, 3,43. Als nächstes müsste 53 kommen. Dann stimmt die Reihenfolge. Klasse, super schönes Tattoo. Wow. So, und hier haben wir die Nummer 16. Dagur. Ach Gott, ist das klasse. Ja, schon wieder zwei fehlende mehr, ne? Super. Hier haben wir die Nummer 42. Okay. Kotz und Wirk. Das ist übrigens, meine ich, eine Zeichnung. Das ist, glaube ich, keine... Animation oder kein animiertes Bild. Ich glaube, das wurde echt gezeichnet. So, dann hier die Nummer 10. Jawohl, die beiden. Gleich das nächste Tütchen. Damit ich das Video hier einigermaßen schnell durchkriege. Die Nummer 18. Jawohl, habe ich auch. Und hier die Nummer 17. Yep, die Montage. Hammer. So, spannend. Zwei Stück fehlen mir noch bei dieser Menge. Meint ihr, ich krieg's? Kriege ich die Sammlung komplett? Ist echt spannend. Nummer 41, jopp, hab ich. Nummer 26, der Todsinger, Todesmelodie, habe ich auch. Oder Todeslied, ne? Okay, Nummer 24, jawohl, das Schiff hab ich. Nummer 33 hab ich auch. Ich glaube sogar doppelt, meine ich. So, alles klar. Nächster Booster. Was haben wir hier drin? Die Nummer 50, 53 bräuchte ich. Das ist auch ein cooles Tattoo mit zwei Motiven. Nummer 16, schon wieder Dagur. Okay, dann habe ich hier die Nummer 59. Ja, 53 brauche ich. 35, die beiden Drachenklassen. So, wie habe ich eigentlich ausgepackt? Keine Ahnung. Die Nummer 49, jawohl, die hatten wir ja auch schon. Nummer 58, 58, oh mein Gott. Und hier sind drei Tattoos drauf, klasse. Der Helm von Fischbein, dann haben wir hier Higgs, liegend auf ohne Zähnchen. Und, na, was haben wir hier für eine Klasse? Schreckensklasse, Phantomklasse, was ist es jetzt? Oder wie auch immer, schreibt es mir gerne unter das Video. So cool.
Tattoo Nummer 58. Boah, ich muss direkt nochmal drauf gucken, damit ich es glaube. Leute, mir fehlt jetzt noch ein einziges. Die Nummer 53. Boah, das ist ja der Hammer. Und die Chancen sind wirklich groß, dass ich noch kriege. Oder halt auch nicht. Wir werden sehen. Hier haben wir die Nummer 6. Jawohl, habe ich schreckliche Schrecken. Und hier, ja, habe ich auch schon. Die Nummer 51. Okay, nächstes Booster. Das ist schon spannend, das macht schon Spaß hier, die Dinge auszupacken. Nummer 24, jupp, das Schiff schon wieder. Dann die Nummer 56, aha, okay, Waffen. Dann geht's weiter mit der, oder mit den Nummern. So, Nummer 56, oh, ich dachte schon 53, hier nochmal das hier. Und Tattoo Nummer 9, Hicks on the Run, okay. Dann geht's hier weiter mit der Nummer 20. Das waren die beiden Helden hier. Dann haben wir Nummer 52. Oh, da ist schon wieder 53. Ich brauche 53. Quallendrache. So. 53, 53, 53. Komm schon. 53, gib's mir. Geht's sofort. 20. Dann haben wir hier die Nummer 39. Astrid und Sturmi. So. Nächster Booster. Es geht flott hier, oder? Nummer 25. Auf die Kamera ist einigermaßen scharf. Oh, Schneegeist. Tolles Tattoo hier. Echt toll. Dann die Nummer 38. Hier nochmal. Nochmal ohne Zahn. Wow, ich dachte, den kriege ich nie wieder. Jetzt kriege ich ihn andauernd. Sehr schön. So, komm, 53. Leute. Nummer 53. Oh, mein Gott. Leute, ich hab's komplett. Ich glaube, ich spinne. Was haben wir hier drauf? Wir haben hier, oh klasse, den Skrill. Wow, der Skrill im Flug mit dem Helm von Rotzbacke. Uhuhuhu. Das ist ja auch ein mega hammergeiles Tattoo. Boah, pfeift euch das rein. Wow. Leute, ich hab's komplett. Ich glaube, ich spinne. Jubel, Jubel, freu, freu. Ich drehe hier vollkommen ab. Hey. Wahnsinn. So, Tattoo Nummer 4. Okay, also jetzt gibt's definitiv nur noch doppelte, noch ganz schnell in die restlichen hier reinschauen, damit Kumpel buschige Augenbrauen sieht, was ihn erwartet. Oh, Bewilder Beast, den hat er garantiert auch noch nicht. Dann hier Nummer 19, hier, das hatten wir schon. Okay, nächstes Tütchen. Sehr schön. Ach Leute, ich freue mich. Nummer 42, das schon wieder. Oh, da sind viele Doppelte dabei, ne? Nummer 23, ah, das hier. Und das ist auch gezeichnet, wenn ihr mich fragt. So. Nächstes Booster, was haben wir hier drin? Zack, die Nummer 18. Ja, okay. Und die Nummer 27, der Klingenpeitschling oder die Klingenpeitscheline. So, nächstes Tütchen. Hier haben wir die Nummer 11. Hatten wir doch auch schon. Genau, Rotzbacke und die Waffen. Und die Nummer 17, jawohl. Da sind echt viele Doppelte drin. Heieieiei. Was ist los, ne? So, dann die Nummer 29, die beiden und Tattoo Nummer 9, nochmal Hicks laufend. Boah, guckt euch mal an, was für ein Stapel das mittlerweile schon ist, ne? Hammer. Wow, und hier liegen immer noch ein Haufen rum. So, auch noch ganz schnell auspacken. Die Nummer 2, Hicks mit dem Helm. Dann haben wir hier 44. Die beiden Hübschen, okay. Weiter hier. Zack, Nummer 57. Ne, aber die, die mir gefehlt haben, noch nicht einmal doppelt. Das ist ja echt interessant. 46, oh, klasse Bild, echt. Das ist Hammer. Also, wäre natürlich wünschenswert, dass ich die jetzt auch nochmal doppelt rauskriege, die 4, damit er die auch noch bekommt. Nummer 32, Hicks im Fluganzug. Nummer 21, Haki. Okay, dann geht's hier weiter. Tattoo Nummer 7, der flüsternde Tod. Nummer 33, die beiden schon wieder. Auch schon doppelt oder dreimal. Nächstes Tütchen. Tattoo Nummer 8, Astrid hatten wir schon, 15, nein, hatten wir noch nicht. Hier, Heidrun, sehr schön, wunderbar. Was haben wir hier noch drin? Kein 200-Euro-Schein, nein, Tattoo Nummer 8.
46. Ah, alles klar, wunderbar. Und die Nummer 51 haben wir auch schon. So, jetzt hier weiter. Ach, sind schon noch ein paar. Die Nummer 25, schon wieder Schneegeist. Und 28, das Drachenauge. Okay. Dann geht's weiter mit Tattoo Nummer 37, Rotzi, 47, Kieselchen, glaub 10 Tütchen habe ich noch oder so irgendwie um den Dreh rum, ne? So, Tattoo Nummer 36, Hicks mit dem Flammenschwert, 37, schon wieder Rotzi. Dann haben wir Nummer 41, haben wir das nicht schon eben? Ja, Fleischi und 15, schon wieder Heidrun. Okay, so langsam kriegen wir eine Heidrun-Armee zusammen. Dann haben wir hier die Nummer 30, Bewilder Beast schon wieder. Und die Nummer 29, jupp. Gespannt, ob ich nochmal 3, 43 oder 53, 43 grad sag ich's, oh mein Gott, 43, also freut mich, dass du die jetzt auch noch kriegst, super. So, dann die Nummer 40, nochmal Haki, sehr gut. Dann haben wir hier Nummer 47, schon wieder, ist ja der Hammer. Nummer 21, schon wieder ein Hakenzahn, aber das war eine andere Karte. So, dann Nummer 54, nochmal Astrid, 22 Rotzi, das ist auch eher eine Zeichnung, glaube ich, ne? So, wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende. Nummer 55, schon wieder Rotzbacke, unfassbar. 27, Klingenpeitschling. So, dann haben wir hier noch die Nummern. 22, das ist der Hammer. Und die Nummer 45, das sind echt viele Doppelte, also mehr als ich sie bei meinen Karten hatte, meine ich. So, Nummer 6, hier haben wir nochmal einen schrecklichen Schrecken. Nummer 40, schon wieder ein Hakenzahn, also ein riesenhafter Albtraum. Dann, oh, Tattoo Nummer 1, jawohl, das hatten wir noch gar nicht, oder? Hicks mit seinem Flammenschwert. Und Tattoo Nummer 2. So, Hicks nochmal mit dem Helm. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. So, wir kommen, glaube ich, zu den letzten 1, 2, ja, 5 Stück. 5 Stück, meine ich, haben wir hier noch liegen. Tattoo Nummer 13, hau drauf. Und 39, jawohl. So, ja. Sind noch 4 Stück. Dann sind wir durch. Dann werde ich noch den Ordner einordnen, Nummer 36 und 12. Oh, die beiden hatte ich jetzt heute auch noch nicht, ne? Okay. Ne, noch 3. Liebe Zeit, okay. Nummer 44, Gott und Wirk. Nummer 35, Drachenklassen. Das vorletzte Booster-Pack mit 2 Tattoos, hier die Nummer 60, auch selten, Hicks auf ohne Zähnchen, die Nummer 28, das Drachenauge. So, das allerletzte Tütchen, mal gespannt, ob wir da noch was Besonderes finden, die Nummer 59 und die Nummer 23. So, okay, du liebe Zeit, was ein Stapel voll Tattoos. Das ist ja echt der Hammer. 96 Tattoos minus meinen 4 Stück. Oh, ich freue mich, dass ich es komplett habe. Die werde ich jetzt noch einordnen und dann werden wir uns das volle Album nochmal anschauen. Ich freue mich drauf. Ja, bis gleich, ne? Leute, ist das herrlich. Ich hab's komplett. Die zweite Serie sind tatsächlich 60
Karten. 60 Tattoos kann man nicht sagen, denn es sind ja auch auf manchen Karten mehrere Tattoos drauf, ne? So, aber von dem her ist doch klasse. Boah, ich freue mich voll. Ja, das ist schon klasse, hey. Wow. Hammermotive, muss man sagen. Sehr schön, vor allem auch sehr schöne große Tattoos. Also die machen sich schon gut auf der Hand, auf dem Arm, auf dem Schenkel, auf der Backe oder was weiß ich, wo auch immer ihr die euch hinkleben wollt. Oh, meine Stimme geht auch gerade flöten, merke ich. Ja, super. Auch der Skrill hier. Freue ich mich echt, dass ich das nochmal gekriegt habe. Und ja, 60 Karten, wie gesagt. Super cool. Also ich freue mich wie verrückt. Und die Doppelten, mein lieber Spender, mit buschigen Augenbrauen, die kriegst du beim nächsten Männerabend. Ich hoffe, du kriegst deine Sammlung auch komplett, so bald wie möglich. Und ja, mal gucken, vielleicht hat er ja ein paar Karten doppelt und übrig. Dann können wir auch mal eine Verlosung oder sowas machen. Ne? Ich habe sowieso vor, ich habe hier und da immer mal wieder so Lieferungen mit Figuren drin, gebraucht oder neu oder was weiß ich. Da weiß ich gar nicht, was ich mit anfangen soll. Vielleicht mache ich mal öfter so ganz spontane Verlosungen. Mal sehen, was kommt, wie ich Zeit habe. Würde mich freuen, wenn es klappt. So könnte ich euch auch ein bisschen was zurückgeben. Okay, ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen. Das war mein Unboxing oder Unpacking zur zweiten Dragons Sammeltattoo-Serie hier von Blue Ocean. Ein Booster, zwei Tattoos. Die Serie für 2017. Freue mich, dass ich es komplett habe. Falls ihr die auch sammelt, viel Spaß damit. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr eure Sammlung auch ganz schnell, ganz bald komplett habt. Also nochmal danke fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay.